giftgrüne Brühe läuft über die Straße. Unter einem Gefahrstoffwagen lodern Flammen. Zudem ist ein Personenzug in den Transporter gerast und auch ein PKW ist betroffen. Großalarm in Brandenburg. Freitagnachmittag trainiert im SWB-Park ein Großaufgebot von haupt- und ehrenamtlichen Rettern und Feuerwehrleuten den Ernstfall. Sagt mir Bescheid, wenn ihr ausgerüstet seid. Das dabei ausgedachte Szenario war sehr komplex. So mussten Feuerwehrleute erst Flammen bekämpfen und den Kessel kühlen. Danach konnte ein Team in Schutzanzügen den toten PKW-Fahrer bergen. Erst danach, sie schrien schon lange um Hilfe, wurden die verletzten Zuginsassen nach und nach behandelt und in Sicherheit gebracht. Diese spielten dabei ihre Rollen realistisch mit, strahlten Nervosität und Angst aus. Das brachte die Helfer das ein oder andere Mal in Verlegenheit. Langsam rein! Wir machen das ganz langsam. Langsam! Ja, ganz langsam. Ja, sehr super. Gut. Ja, ich habe da langsam reingesagt. Ja, Mann, der! Langsam! Langsam was Hessen! Jawohl. Du musst langsam sein. Genau. Wir machen das ganz langsam. Kommen Sie her. Ja, gut gemacht. Perfekt. Ich hab's gemacht. Ja, haben Sie auch sehr gut gemacht. Langsam hast du da. Ja, wir machen es auch ganz langsam. In der Havelstadt wird, sofern möglich, einmal pro Jahr ein derartiger Großschadensfall geprobt. Alle lokalen Rettungs- und Hilfseinheiten sind darin einbezogen. Entwickelt wurde die Übungssituation unter Leitung der Brandenburger Feuerwehr. Üben wir jedes Jahr einmal und wir haben dieses Jahr eine recht komplexe Übungslage aufgebaut. Das heißt, den Zusammenstoß eines Güterzuges mit einem Personenzug, ja, mit ca. über 40, 45 Verletzten. Also es war schon eine recht komplizierte Lage, die hier zu bewältigen war. Wir hatten eben jemanden. So, das ist der Gent Nummer 3. Professionalität wurde von allen Beteiligten erwartet. So hatten die offiziell eingesetzten Beobachter dann auch jede Menge zu notieren. Alles, was gut lief und auch fachliche Fehler wurden unerbittlich vermerkt und fließen jetzt in die Auswertung ein. Ihre Rolle dazu beitrugen unter anderem die verletzten Darsteller. Sie bemerkten messerscharf, dass Helfer sie beispielsweise direkt neben Chemiekanistern zwischenlagerten und auch mal ihren amputierten Finger auf den Boden fallen ließen. Insgesamt zog sich der Übungseinsatz über mehrere Stunden hin. So, in der Trage. Oh, dann machen wir das. Übrigens, die giftgrüne Farbe ist völlig ungefährlich. Es handelt sich um Wasser und eine größere Prise Lebensmittelfarbe. Gefahr für die Umwelt bestand also zu keinem Zeitpunkt. Mehr als 100 Helfer waren am Ende im Einsatz. Der Ablauf soll jetzt detailliert ausgewertet und in kleinteilige Übungseinheiten zerlegt werden. Tipp: Jede Menge Fotos vom Einsatz gibt's auf meetingpoint-brandenburg.de. So, absetzen.